Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute wollen wir uns mal eine Software anschauen, mit der ihr sowohl euer iPhone als auch euer Android-Gerät verwalten bzw. verarbeiten könnt. Datensicherung ist so ein Stichwort, Datenlöschung und so weiter und so fort. Das bieten die Hersteller grundsätzlich nicht per se von Haus aus, sondern dafür gibt es externe Anbieter. Einen davon schauen wir uns heute einmal an und das ist Wondershare mit Dr. Phone. Da will ich euch mal ein paar Dinge zeigen, was geht und was geht nicht. Viel Spaß mit dem Video. So, da werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Internetseite, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt, worüber sprechen wir hier überhaupt. Ja, vom Grundsatz her ist Dr. Phone eine mobile Komplettlösung, die quasi verschiedene Tools unter einem Dach vereint, wenn man das so ausdrücken möchte. Also wir haben vorhin schon gesagt, es geht ja so ein bisschen um Datensicherung und auch um Datenlöschung und so weiter und so fort. Hier in dem Fall übergeordnet bezeichnet als Telefonverwaltung, Telefonsicherung und Bildschirmspiegeln. Aber auch, und das ist vielleicht fast noch wichtiger, hier unten die einzelnen Komponenten. Also das heißt eine Freischaltung vom Bildschirm, eine WhatsApp-Übertragung, eine Datenwiederherstellung von euren Daten auf eurem Telefon, Systemreparatur, eine Übertragung eures Telefons, eine Datenlöschfunktion und unter iOS einen Passwortmanager. All das bringt Dr. Phone mit und die einzelnen Komponenten wollen wir gleich mal ganz kurz anreißen und uns anschauen. Ja, die Möglichkeit zum Download ist nicht zu übersehen, denn wie ihr hier seht, wenn wir die Startseite von Dr. Phone auswählen, haben wir direkt die Option, das Ganze herunterzuladen und zwar entweder für Windows oder auch unter macOS. Das entscheidet sich natürlich dann je nachdem, mit welchem System ihr auf die Seite zugreift. So, wenn wir das Ganze dann einmal heruntergeladen und installiert haben, dann seht ihr hier, das ist die Standardansicht, wenn ihr noch kein Smartphone angeschlossen habt. Schließt ihr dann ein Smartphone an, müsst ihr ein, zwei Schritte auf eurem Endgerät noch tun, damit das Ganze auch sauber funktioniert. Denn Dr. Phone greift ja quasi nicht nur auf die Standardoberfläche eures Gerätes zu, sondern greift ja in die Tiefen des Systems auch ein. Einige der Funktionalitäten bedürfen daher einer gewissen Berechtigung und eine Berechtigung ist zum Beispiel USB-Debugging. Das bedeutet nichts anderes, als dass man über die USB-Schnittstelle tatsächlich sehr tief ins System zugreifen kann und aus dem Grund wird euch hier auch genau gezeigt, was ihr auf eurem Telefon anklicken müsst, damit ihr die entsprechenden Features freischaltet. Das ist in den Entwickleroptionen verborgen, also sprich, wer da nicht weiß, was zu tun ist, hält sich bitte ganz genau hier an die Anleitung, weil da wird, je nachdem, welches Gerät ihr angeschlossen habt und zumindest meins wurde hier, wie ihr sehen könnt, auch automatisch erkannt, wird sehr genau euch erklärt, was ihr tun müsst. Dann müsst ihr auf dem Endgerät noch eine Autorisierung freigeben, also sprich, dass diese Software per USB auf das Telefon zugreifen darf und schon funktioniert das Ganze auch. Ihr seht jetzt hier, dann muss noch eine Anwendung auf dem Telefon selber installiert werden, um dann eben die Brücke zu schlagen zwischen der Softwareanwendung auf eurem Rechner und auf eurem Telefon. Dann installieren wir hier in dem Fall noch Dr. Phone Link und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr auch entsprechend auf euer Smartphone über die Software zugreifen und genau das werden wir jetzt gleich auch tun und dann zeige ich euch mal so ein bisschen, was so die ersten Features sind. Ja, ihr seht im linken Bereich jetzt quasi die einzelnen Auswahlmöglichkeiten und der Werkzeugkasten ist das Tooling, was wir uns später nochmal angucken. Jetzt vielleicht erstmal zur grundsätzlichen Telefonverwaltung. Ich vermute zumindest, das ist damit gemeint. Also in der Telefonverwaltung habt ihr hier im linken Bereich viele verschiedene Möglichkeiten und Optionen, Dinge zu tun. Wir starten aber mal von unten weg, denn das Erste, was ihr hier zum Beispiel machen könnt, ist Bildschirmspiegelung. Das bedeutet nichts anderes, als dass ihr gleich euer Telefon quasi gespiegelt auf eurem Rechner seht. Da gibt es unter Windows auch andere Anwendungen, die das können. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Riesenhighlight, aber hier habt ihr zumindest die Möglichkeit, das relativ schnell zu spiegeln. Ihr seht es jetzt hier, das ist der Bildschirm von meinem Smartphone und dann können wir hier entsprechend auch drauf zugreifen. Ansonsten gibt es im linken Bereich noch einige andere Dinge, die wir uns anschauen können. Der Telefonbegleiter ist einfach nur ein Changelog oder beziehungsweise ein Journal dessen, was ihr getan habt. Da könnt ihr mal eben eine Datei rüberschieben und so weiter und so fort. Im Bereich der Sicherung habt ihr die Möglichkeit, euer Telefon auf eurem Rechner zu sichern. Es gibt ja grundsätzlich auch Sicherungsmöglichkeiten, quasi die sich auf eurem Telefon befinden. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze in eine Datei auf eurem PC zu sichern. Und da seht ihr jetzt hier, dass
dass wir da für die SMS-Nachrichten noch eine spezielle App einstellen müssen. Vom Grundsatz her funktioniert der Rest aber auch so. Ihr seht jetzt hier, das läuft jetzt hier durch. Da werden wesentliche Teile eures Telefons gesichert. Was hier nicht passiert, und das sei vielleicht mal ganz kurz erwähnt, ist es keine Komplettsicherung, die ihr dann wieder einspielen könnt. Unter iOS mit einem Apple-Gerät funktioniert das ja. Ihr könnt quasi eine Komplettsicherung wieder einspielen. Das ist hier in diesem Fall nicht gegeben, sondern hier werden einzelne Teilbereiche gesichert. Und welche, das seht ihr hier in der Auswahlmöglichkeit. Und da seht ihr hier auch, dass bei mir das Thema Video, weil da einfach 18 Videos auf dem Telefon gerade drauf sind, ein bisschen länger dauert, weil da auch ein paar längere Aufnahmen aus vergangenen Videos für diesen Kanal entsprechend mit drauf sind. Insofern ist das der Sicherungsbereich, den wir haben, und wir gucken uns jetzt gleich nochmal den oberen Teil im Bereich Fotos, Musik, Videos und so weiter und so fort an. Denn im oberen Bereich habt ihr tatsächlich neben der Tatsache, dass ihr hier ganz viele Informationen zu eurem Handy erhaltet, die Möglichkeit, zum Beispiel Bilder zu sichern oder beziehungsweise auch Bilder auf euer Telefon aufzuspielen, also sprich nicht nur in eine Richtung, sondern bidirektional. Ihr habt das gleiche bei Musik, ja, ihr könnt jetzt hier quasi dieses Musikstück, welches auf dem Handy vorhanden ist, einfach auf euren Rechner runterladen. Das funktioniert unter iOS ja durchaus auch mit Standardsoftware. Unter Android ist es schon ein bisschen schwieriger, da müsst ihr dann schon ein bisschen mehr in die Details gehen, um dann entsprechende Software zu finden. Dann habt ihr hier noch ganz viele andere Sachen, Apps, ihr habt WhatsApp, den Verlauf, ihr könnt Dateien hochladen, ihr habt den Bereich Kalender. Also das ist so ein bisschen die Verwaltungsmöglichkeit, die ihr habt. Aber das ist immer noch nicht das, weswegen die Software eigentlich ein Komplettpaket ist. Denn das, was es eigentlich spannend macht, beziehungsweise wofür ihr auch gerade diese ganzen Berechtigungen erteilen musstet, das ist der sogenannte Werkzeugkasten. Ich weiß nicht, ob das aus dem Englischen korrekt übersetzt ist, aber hier habt ihr quasi eure Toolbox, wenn ihr so wollt, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die ihr anwenden könnt. Ihr könnt zum Beispiel den Bildschirm entsperren oder aber ihr könnt zum Beispiel hier in diesem konkreten Fall auch WhatsApp-Daten übertragen. Sowohl für WhatsApp Business, als auch für WhatsApp, als auch für Viber und so weiter und so fort. Könnt ihr Daten sichern, wieder zurückspielen und so weiter und so fort. Der Passwortmanager ist grundsätzlich verfügbar unter iOS. Da wir hier gerade mit einem Android-Gerät arbeiten, kann ich euch das jetzt also nicht im Detail zeigen. Unter iOS sollte er aber dann auch entsprechend funktionieren, eure Passwörter absichern. Der Bereich Systemreparatur bietet die Möglichkeit, bei Problemen mit eurem Smartphone gewisse Reparaturen durchzuführen. Da müsst ihr allerdings sehr genau gucken, dass ihr das richtige Smartphone auswählt. Ich habe das mal durchgeprüft. Da müsst ihr schon relativ genau wissen, was ihr tut. Telefontransfer bedeutet nichts anderes, als dass ihr quasi zwei Telefone an euren Rechner anschließen könnt, und im linken Bereich seht ihr jetzt unser Quelltelefon, welches auch gerade eingelesen wird. Dann werden die ganzen Informationen sozusagen zwischengespeichert und dann könnt ihr diese auf ein neues Gerät rüberkopieren. Das ist sowas ähnliches wie die Sicherung des Altgeräts und Einspielen auf einem Neugerät, was wir vorhin schon gesehen haben. So, der Bereich Datenlöschung ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Da habt ihr die Möglichkeit, quasi euer Telefon zu löschen. Das bedeutet nichts anderes, als dass letzten Endes die Daten, die ihr auf dem Endgerät in den vergangenen Wochen und Monaten angesammelt habt, gelöscht werden. Das führen wir jetzt natürlich nicht durch, denn ich möchte mein Telefon nicht löschen. Aber wenn ihr jetzt hier einmal auf Starten geht, dann wird einmal euer Telefon platt gemacht, wenn ihr es so ausdrücken möchtet. Thema Datenrettung ist vielleicht noch ganz spannend. Da geht es darum, dass man Daten, die ihr vielleicht auf eurem Endgerät gelöscht habt oder verloren gegangen sind, dass man die wiederherstellen kann. Also nicht nur da eigentliche Daten, sondern ich habe gerade gesehen, auch WhatsApp und bei nicht mehr funktionierenden Endgeräten hat man auch Möglichkeiten, das einzusetzen. Wir gucken jetzt hier aber einmal auf die Datenwiederherstellung von fixen Daten auf dem Gerät und nehmen als Beispiel mal die Videos. Ich weiß nicht genau, ob ihr von vorhin noch die Anzahl der Videos im Kopf habt, aber theoretisch dürften jetzt auf diesem Endgerät 18 Videos zu finden sein. Und wir sehen hier, dass ich scheinbar zwei Videos gelöscht habe, denn die Software findet jetzt hier tatsächlich 20 Videos. Neben denen, die wir vorhin schon bei der Datensicherung gesehen haben, sind es halt noch zwei zusätzliche, und die könnt ihr jetzt einfach wiederherstellen und auf eurem Endgerät, auf dem Rechner oder auf dem Smartphone dann auch entsprechend wiederherstellen. Und hier seht ihr nochmal, 18 Dateien sind tatsächlich vorgesehen gewesen. Zwei kämen sozusagen on top. Ja, was wir jetzt nicht erwähnt haben oder wo wir nicht so sehr drauf eingegangen sind, ist das Thema Bildschirm entsperren. Da müsst ihr genau gucken, ob das für eure Konstellation auch passt, denn das funktioniert nicht unter allen Android-Versionen und so weiter und so fort. Ja, am Ende habt ihr jetzt hier ein Software-Tooling, welches euch viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ob ihr die alle braucht oder nicht, müsst ihr für euch selber entscheiden. Ihr könnt die auch einzeln kaufen, wenn ihr nicht das Gesamtpaket kaufen wollt, und versucht auf jeden Fall erstmal den kostenlosen Download zu nutzen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, und ich sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.